Gebrauch. Ich sage Ihnen, da ist Ihnen etwas entgangen. Na, wenn schon. Das fabelhafteste Rezept. Da mache ich mich drüber her, so wie ich hier raus bin. Mir nichts, dir nichts. Clemens Omelettenrevue. Alles notiert. Man nehme eine Handvoll Rosinen, zweimal Eiweiß, einen geriebenen Kopfhörer, Kopfhörer. Sie böses Mädchen. Ich versäume das nächste Programm. Mittelalterlich geht es hier zu. Mittelalterlich. Zum Kotzen. Ich studiere Kernphysik. Kernphysik, die Sache der Zukunft. Ich habe ein Examen zu machen, aber ich werde gestört, weil ein Überbleibsel der düsteren Steinzeit, Oberin genannt, hier durchzugehen wünscht. Es ist zum Speien. Es ist zum Schreien. Mein Name ist Oliver Reckett. Sie haben sich die Hand verletzt? Betriebsunfall? Wie meinen Sie? Bei der Arbeit passiert? Oh ja, 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 ja. Ich bin Boxer. Gott, so was Rohes. Das ist auch nicht roher, als was Sie da machen. Sprengungen veranstalten, mit Raketen rumspielen und der ganzen Welt das Sommerwetter versauen. Na bitte. Kommen Sie, aber bitte rasch. Sie wünschen? Ah, guten Morgen. Mein Name ist Perkins, ja, Ted Yorks Kollege. Ich bringe ihm hier nur ein paar von seinen Sachen. Kann ich zu ihm? Wir Zeitungsleute haben auch nachts viel zu tun. Ja, ja, schon ja, gut, kommen Sie rein. Sie können jetzt später. Warten Sie, nein, ich sehe, Sie müssen auf dem Weg gehen. Ja, aber ich muss ihm ein paar Tipps geben. Es sind wirklich dringende Sachen. Guten Morgen, Frau Oberin. Guten Morgen, Schwester. Kommen Sie, kommen Sie. Es muss schnell gehen. Ich muss zu einer Sitzung. Morgen, Herr York. Guten Morgen. Hoffe, alles in Ordnung? Ja, danke bestens. Mhm. Schwester. Guten Morgen, Herr Hinton. Herr Hinton, bitte. Bitte um Verzeihung. In Ordnung. Sie fühlen sich heute wohl? Danke, wie vor der Entbindung. Dankeschön.